Wir brauchen eigentlich jetzt schon wieder verdammten Einfluss. Verbrauchsgüter, Kaffee. Kaffeeplantage. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Guck mal, schon die Hälfte. Schon die Hälfte geschafft. 11, 12, 13, 14. Fünfzehn, 16, 17, 17. 17 kriegen wir zustande. Das soll drin sein. So, Schlachtkreuzer bereit. Schlachtkreuzer fährt wieder zurück. Schlachtkreuzer holt sich weiteres Holz und weitere Ziegelsteine. Und dann fährt Schlachtkreuzer wieder zurück. Also wieder zurück. Und holt nochmal ein bisschen Zeug. Und, oder bringt erstmal Zeug weg und holt dann Zeug. Was höre ich denn da? Menschen lassen mich hochleben, finde ich sehr, sehr nett. Vielleicht sollten wir hier noch nur rein unter Umständen vielleicht eine Holzproduktion hinbauen, damit wir immer so ein bisschen Holz auf Vorrat haben. Die muss ja noch nicht mal auf 100% laufen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, was brauchtet ihr nochmal? Ihr brauchtet Ponchos und gebackene Bananen. Ja, es wäre schon ganz praktisch, wenn ich hier meine Bürger voll einsatzbereit hätte. Ponchos. Kann ich die vielleicht... Ich baue erstmal meine Kaffeeplantagen und gucken wir weiter. Zumal die auch noch Items bekommen, ne? Und dafür bräuchte ich ganz gerne dann mal mein Schiff. Mein neues Schiffchen. Das tolle Schiffchen. Den Clipper. Weil jetzt hier die ganze Zeit den Pendelverkehr zu machen, ist halt auch irgendwie kacke. Übrigens, der Blaukopfkakadu muss nach oben, fällt mir gerade auf. Der gehört hier nicht hin. Und den habe ich auch noch nicht oben. So, Poncho-Weberei? Nö. Schiffe? Hafenmeisterei? Nee. Gartenbauer Hermann. Warum hatte ich den denn? Ich hatte den hier noch vorrätig. Ich habe mir den mal. Jetzt habe ich den insgesamt dreimal. Aber macht nichts. Kaffeeplantage, dafür passt der. Beeinflusst Tierhöfe? Nein. Kurze Frage: Wo habe ich die anderen Items? Habe ich die alle da drüben? Eine Sekunde. Wir kriegen das hin. Und was machst du denn jetzt schon wieder hier? Du sollst nach da vorne patrouillieren, meine Güte. Eigentlich nur rumstehen. Patrouillieren ist dann so der Bonus von dem Ganzen. Aber da die ja nicht stehen bleiben möchte und immer irgendwo hinfährt, muss ich da wohl ein wenig intervenieren. Gut, nee, ich meine, wir hatten ja hier noch Kaffeerösterei. Das kommt auf die Hauptinsel, auf La Isla. Zigarrenmanufaktur. Das hier, Hutmacherei, Baumwollplantagen, Filz... Nö. Natürlich nicht. Warum denn auch? Dann habe ich meine Items ein wenig überschätzt. Ich dachte, ich hätte jetzt die krassen Items für diesen Part. Wir filzen alle Besucher. Eine lebensnotwendige Vorkehrung. Tabakplantage, Maisplantage, Zigarrenmanufaktur, Hutmacherei, Kaffeerösterei, Bohnenmaler, warte mal. Wahrscheinlich habe ich den Bohnenmaler auch schon ausgerüstet. Oder die Bohnenmalerin. Die malt jetzt keine Bohnen, sondern malt. Zermalt. Ne, die malt jetzt nicht im Sinne von Pinsel und so weiter. Ich glaube, ich habe es genug erklärt. Entschuldigung. Küche. Zigarrenmanufaktur. Das ist alles ganz, 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 ganz schön, aber nie. Gartenbauer Hermann. Einen wunderschönen. Wir hatten uns ja noch nie Bekanntschaft gemacht. Noch kein bisschen. Schokoladenfabrik. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Guck mal, da haben wir's. Poncho-Weberei und Hutmacherei. Produktivität plus 40. An sich würde ich es ja ausrüsten. Sicher, dass dir auch niemand gefolgt ist? Ja, doch. Auf Twitter neulich. Auf
Twitch im letzten Stream auch. Beziehungsweise, wenn das Video hochgekommen ist, wahrscheinlich vielleicht sogar mehrere Leute. Gottes Willen, das wär's ja. Da wird ja Isabel Samento ja total verrückt. Euer Auftrag. Ich hoffe, dir ist niemand gefolgt mit dieser Einstellung. Du gönnst mir wohl gar nichts. Zippe. Hast du irgendwelche Schiffe da draußen gesichtet von La Corona? Zum Glück sind sie gute Schwimmer. Von La Cojones. Ich musste da jetzt gerade ein bisschen ansinnig denken. Schön, in Zeiten wie diesen ein freundliches Gesicht zu sehen. Rück mal lieber was für die verdammte Kaffeeplantage raus. Ansonsten waren wir lange Zeit genug Freunde. Kakaoplantage, Zuckerraffinerie. Mann, ey. Tabak, Mais, Zuckerrohr, Hutmacherei, Rumbrennerei. Oh, Rumbrennerei? Ach, Unterhaltskosten. Kaffeerösterei? Nein. Kaffeerösterei? Auch nur Unterhaltskosten? Was will ich denn mit dem Rotz? Tortilla-Bäckerei? Meine Güte, da. Oh, hier haben wir. Baumpflegerin. Kaffeeplantage, sehr gut. Jetzt können wir miteinander reden. Ich brauche übrigens wieder Einfluss. Aber das ist so ein Running Gag. Scheiß Geschütze hätte ich mitnehmen müssen. Klar, das war das, was ich hätte mitnehmen wollen. 31 haben wir noch. Könnte eigentlich noch reichen. Aber wohin damit? Das ist in der Tat eine gute Frage. Mein Freund, warum bist du überhaupt abgeschnitten? Wer hat denn die Kacke überhaupt gebaut? Warum hat derjenige überhaupt diese Kacke so gebaut? Dass er sich nicht schämt. Dass der sich nicht schämt. Habe ich hier eigentlich in meiner Kaffeerechnung... Oh, scheiße. Ich habe in meiner Kaffeerechnung habe ich die Journaleros und Obreros noch gar nicht mit einberechnet. Joa, ne? Ich würde jetzt mal sagen, läuft. Rückwärts und bergab, aber läuft. Habe ich hier irgendwie die Möglichkeit, Einfluss zu sparen? Nee, ne? Habe ich hier ein Rathaus gebaut? Nee. Ist das eine gute Sache? Jein. Ist zum einen gut, zum anderen sehr, sehr scheiße. Ich muss halt jetzt irgendwo Einfluss herkriegen. Auf die schnelle Weise. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Zeit noch braucht, aber die wäre schon ganz praktisch. Bei besonders guter Laune, Direktor? Übrigens, die haben wir verpasst. Kaffeeknappheit. Weltausstellung verzögert sich. Die haben wir auch hier verpasst. Also bei uns läuft zeitungstechnisch echt optimal. Oh, pünktlich auf die Minute. Wie immer. Oh, passt ja perfekt. Veröffentlichen. Ja, minus, minus. Aber wir haben Einfluss dadurch. Das ist gut. Sogar 30 direkt. Also 25 halt, ne? Nochmal gewöhne ich nicht dran. Das ist jetzt nicht gang und gäbe. Wir wollen das nicht zur Gewohnheit werden lassen. Gut, einmal hier, zack. Dann da. Dann, was sehe ich denn da? Hermann haben wir doppelt? Wer hat denn den Scheiß hier rübergebracht? Und wann? Ich werde hier verrückt. Ich werd hier absolut mischugge. Wie oft habe ich denn den Hermann jetzt? Kritiker würden behaupten, ich bin Hermanophil. 18 haben wir auf der Insel. Passen die denn überhaupt? Das wird echt jetzt lustig. Passen die denn überhaupt alle hier hin? Ja, holla die Waldwee. Das könnte knapp werden, du. Das könnte sehr, sehr knapp werden. Und vor allen Dingen, ich muss nur eine Sache bedenken. Ich brauche noch einen Korridor nach da oben. Na, der. Es mangelt an. Vielleicht sollte ich das direkt mal machen, bevor ich es vergesse. Und mir fehlt's wieder an Holz. Würde noch mal eins von euch, ein Schiffchen von euch losfahren? Das wäre voll nett. Danke. In der Zeit kann ich nämlich schon mal weiterbauen. Ja, wir fangen einfach mal... Wir fangen einfach mal ganz entspannt hier unten an. Und ich merke schon, und ich höre schon das Klatschen ganz vieler Hände auf dem Kopf, die gerade die Krise kriegen, weil ich jetzt wieder anfange mit Feldern. Es
führt doch gar kein Weg dran vorbei. Das ist Arbeit auf dem Felde. Ein rostiger Nagel im Auge meiner Feinde. Nett. Nett, Anne. Nett. Die Dame hat halt auch so ein paar Aggressionsbewältigungsprobleme, möchte ich das dann doch nennen. Ich weiß jetzt nicht, warum man seinen Feinden unbedingt immer einen rostigen Nagel reinhämmern muss, aber wenn sie der Meinung ist, das löst ihre Probleme, damit ich bin da der allerletzte, der sie da irgendwie aufhält. Oh, wir haben ja auch noch Platz, sehr gut, der sie da aufhalten möchte. Wieso auch? Ich meine, ich kenne sie doch gar nicht gut genug. Wir hatten mal gemeinsame Feinde und das war es dann auch schon wieder. Hier, das Problem ist halt hier auch beim Bauen von Feldern, man muss so unfassbar penibel teilweise hier die Lücken ausnutzen. Mal gucken, ob wir bis nach da hinten durchkommen. Ob sich das überhaupt noch lohnt. Man kann ja nämlich nicht sagen, hier, bitteschön, ich habe jetzt so und so viele Felder zur Verfügung. Übrigens, das ist eine Kackidee. Ich werd das mal anders machen. Ich werde vielleicht hier nochmal ein paar Felder hinbauen, das passt dann ganz gut. Das Problem ist halt, dann habe ich hier das gleich abgeschnitten, allein durch das Goldvorkommen. Und dann ist so viel ungenutzter Platz, das ist irgendwie kacke. Ne? Ja, hier ist nämlich schon dicht. Dann können wir nämlich den Platz hier für noch weitere Kaffeeplantagen auf der anderen Seite nutzen, mit einem anderen Kontur. Ansonsten wäre die Idee ganz praktisch gewesen. Oh, scheiße. Nicht gut. Gar nicht gut. Das ist echt gar nicht gut. Weil das jetzt nämlich wieder bedeutet, dass eventuell gleich ein... Ja, das wird darauf hinauslaufen. Scheiße. Genau eins wird nämlich nicht mehr versorgt. Das bedeutet, ich muss sie noch ein bisschen umstrukturieren. Schade, schade Schokolade. Oder schade, schade Kaffee in dem Fall. So, dann müssen wir hier noch dicht machen. Da habe ich ja ein bisschen was abgerissen. Boah, und wie gesagt, ne, ich bin froh, wenn ich damit durch bin. Mit der ganzen Geschichte hier. Hat es eigentlich Gründe, warum wir keine Musik mehr haben? Okay, Musik ist aus. Gibt's nicht mehr. Wenn ihr welche haben wollt, hättet ihr das DLC kaufen müssen. Habt ihr nicht. Pech gehabt, keine Musik mehr. Das ist echt eine gute Frage. Moment, wir gehen mal ganz kurz in die Optionen. Gucken wir bei Audio. Also diese Musik ist ja schon echt heftig. Man könnte natürlich auch einfach mal irgendwo reingucken, wo direkt wieder gestreikt wird, wo Aufstand ist, irgendwas in der Richtung. Haben wir alles nicht. Wir haben einfach, es ist einfach alles friedlich. Theoretisch hätte jetzt so ein Aufstand vielleicht das Ganze ein bisschen entbuggt. Aber genau dann, wenn man den braucht, bekommt man ihn nicht. Alternativ erinnere ich mich noch an die Zeiten, wo ich einmal, das Beste ist, ich wurde dafür auch, ich wurde darauf hingewiesen, freundlicherweise, dass mein Spielstil ja ein wenig komisch wäre. Ja, in dem Moment war halt nur meine Reaktion, was soll ich denn für eine, was kann ich denn für eine Krankheit zum Teufel? Klar, für die Proteste, das ist mir bewusst. Das nehme ich ja auch aktiv in Kauf. Eine Versklavung lässt sich halt nicht von alleine managen, da muss man schon ein bisschen Hand anpacken. Aber was kann ich denn für eine Krankheit zum Teufel? Also für eine Seuche. Das ist ja nur wirklich nicht mein Steckenpferd. Da habe ich ja wirklich nichts am Hut. So, Moment. Angenommen, wir müssen ein bisschen improvisieren, ne? Das wisst ihr schon. Das ist ja klar. Es könnte tatsächlich auch klappen. Das ist ja das Interessante an der ganzen Geschichte. Wir haben hier kaum Platz verschwendet. Oder vergleichsweise wenig Platz verschwendet. Und haben sehr viel untergebracht. Wir sind ja schon bei 21 von 25 Stück. Und wir sind eigentlich nur auf einer Ecke gerade aktiv.
Das muss man mir an der Stelle mal lassen. Und ich krieg auch noch ein paar unter, bestimmt. So, wie gesagt, das hier müssen wir hier durchzimmern irgendwie, damit ich dran denke. Dann bauen wir erstmal das hier weiter. Ja, vielleicht sollte ich das anders machen. Und zwar hier oben den Platz nutzen. Wenn ich den schon zur Verfügung habe, dann sollte ich den auch nutzen. Vor dem Alligator da oben, der Alligatorfamilie, einfach mal den Platz wegnehmen. Ist das nicht schön, wenn man mit den Alligatoren zusammenarbeitet? Schnie, schnapp, schnappi, 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 schnapp. Eine Epidemie breitet sich aus. Ach, sehr gut, das brauche ich jetzt. Wo haben wir sie denn? Vor allem die Anzeige geht halt direkt wieder weg. Hört ihr diese Musik? Hört ihr diese Musik? Ist das nicht wunderschön? Wie gesagt, ich kann halt nichts für die Krankheiten. Man kann mir ja wirklich vieles, wie gesagt, vorwerfen, aber das nicht. So, jetzt kriege ich eventuell... Nee, das ist jetzt Maximum. Man hätte jetzt noch probieren können, hier vielleicht was unterzukriegen. Aber dann kriege ich das eine Feld nicht mehr versorgt. Obwohl, das könnte doch funktionieren. Wenn ich das so baue, leck mich doch am Arsch. Ja, wenn, dann möchte ich es auch ein bisschen optisch noch schön haben. Optisch ansprechend. Dann geht das Feld nämlich nach da oben weg. Und dann, wie gesagt, holla die Waldfee. Das ist echt Platzmanagement auf dem allerfeinsten Niveau. Das muss mir Mr. Sinning dann erstmal in dem Nachfolgeprojekt hierzu erstmal nachmachen. Und wie gesagt, ich bin dann auch sehr froh, dass ich das dann nicht machen darf. Machen muss. Scheiße, warte mal, das ist nicht mehr im Radius. Nein, das ist nicht mehr im Radius. Ich muss es hässlich bauen. Nein, ich muss es hässlich bauen. Das tut mir wirklich in der Seele weh, ne? Das ist so... Aber es ist halt auf Effizienz. Nicht jedes Risiko zahlt sich aus. Ich gebe mich dessen geschlagen. Die Vernunft siegt. Ich erkenne einen Tyrannen auf den ersten Blick. Fürwahr, da hast du richtig erkannt. Aber ich bin gerade... Also der Tyrann beschäftigt sich gerade mit Felderkonstruktion und mit Felderbau. Und kurze Frage, ist eventuell dieses eine Feld... Nein, natürlich nicht. Spielstand gespeichert. Dann halt nicht. Ich dachte, wir hätten es noch im Radius mit drinne. Ist nicht der Fall, also leck mich am Arsch. Und fällt die 15. Aber ich fühle mich halt sehr geschmeichelt von dem Jean Lafortune, ne? Wir könnten vielleicht doch noch Freunde werden. Wenn er mir so direkt kommt... Das ist mir gleich sympathisch. Ich kenne einen Tyrannen, wenn ich ihn sehe. Hat schon selten jemand so etwas Nettes zu mir gesagt. Ich wurde schon als Diktator bezeichnet, als Menschenrechtsmissachter, als Sklaventreiber. Aber dann direkt auf den allerersten Stunden schon als Tyrann? Das berührt den Teil in mir drinne, der noch an das Menschliche glaubt. Also jetzt hier im Spiel, ne? In Realität bin ich nicht ganz so schlimm. Klar, meine Sklaven haben halt auch wenig Freizeit. Klar, das ist jetzt in Realität nicht anders. Aber in Realität habe ich nicht so viele. Ich meine, wer schneidet denn hier die Videos? Was denkt ihr denn? Ich selber oder was? Klar. Also das müsst ihr mittlerweile ja wissen. Jeder YouTuber und jeder Twitch-Streamer hat eigene Sklaven. Und wisst ihr, was das erbärmlich ist? Ich wollte jetzt eigentlich so auf die Kolonialzeit drauf abspielen und darüber jetzt einen Witz machen oder so. Aber wir haben ja heutzutage in Deutschland den Niedriglohnsektor. Das sind ja die modernen Sklaven. Und wenn nicht, dann arbeiten sie einfach, machen sie einfach ein freiwilliges Soziales. Ja, und dann arbeiten sie auch umsonst. Wie gesagt, es gibt
Es gibt heutzutage immer noch Sklaverei, heißt, ist halt nur modern und heißt anders. Und ist mit Erlaubnis, das ist auch das Lustige. Also der Versklavte ist sogar mit einverstanden. Nicht immer, aber immer öfter. So, und dass die Musik fehlt, das nervt mich jetzt mittlerweile dann doch ein wenig an. Weil da ist das Bauen doch ein wenig öde. Oder es ist ohnehin ein wenig öde. Aber es führt halt leider Gottes kein Weg dran vorbei, weil die saufen einfach das Zeug. Ich weiß nicht, warum die das so wegsaufen. Ich bin zwar selber kein Kaffeetrinker, aber ich habe in meiner Familie Kaffeetrinker. Und glaubt mir, eine gewisse weibliche Person in meiner Familie. Man kann sich denken, wer gemeint ist. Oh Gott, die Kommentare sind... Es ist meine Mutter, meine Güte. Bevor jetzt irgendwas Schlimmes rauskommt. Die trinkt halt auch ganz gut Kaffee. Ich bin Kaffeehasser. Also ich trinke absolut auf Teufel komm raus keinen Kaffee, weil ich den nicht mag. Aber wie gesagt, in dem Teil der Familie ist halt echt... Frag mich nicht warum. Es gibt halt Leute, die mögen Kaffee. Und es gibt Leute wie mich, die mögen keinen Kaffee. Vor allem auch an der Uni ist auch ganz schlimm. Morgens da mal einen Morgen zu haben ohne Kaffeemissbrauch, es ist ziemlich, 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 ziemlich selten. Da wird halt einfach die Kaffeemaschine morgens vergewaltigt. Mit einem Lächeln dabei. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Geschichte. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ich werde auch gleich zum Raub der Flammen, wenn das hier so weitergeht. Ich glaube, ich muss meine Straße, die ich gerade geplant habe, nochmal umsetzen. Weil ich merke, es wird hier auch schon wieder platztechnisch etwas eng. Und wenn ich den Hermann nicht hätte, wäre es jetzt schon längst voll. Der gute Hermann, ne? Ja, das wird hier nicht klappen. Das ist leicht scheiße. Vielleicht können wir noch eins unterbringen und dann müssen wir ein bisschen umstrukturieren. Nein, verdammt! Okay, schade, schade, schade. Da reicht dann doch der Platz nicht aus. Das wäre es natürlich geworden. Ja, und der Plan geht echt grandios gut auf. Ich merke das jetzt hier gerade schon. Ja, schade, muss ich nach da oben wohl etwas anders planen. Spielstand gespeichert. Und ich brauche hier noch eine Verbindung. Ne? Die muss irgendwie noch kommen. Scheiße. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, das hat sich dann ja direkt schon wieder. Die Frage ist, was ich jetzt mache. Ich könnte natürlich noch nach hier ein bisschen optimieren, ne? Nach da. Obwohl das dann auch alles etwas relativ ist. Aber wohin damit? Wie denn kein Lagerhaus in Reihe? Nein! Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wisst ihr, was wir jetzt ganz, ganz ehrlich machen? Ich wünsche euch jetzt einfach an der Stelle einen schönen Tag. Ich baue das jetzt einfach off-screen noch weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich mich dann um Kaffee und um die... Was fehlt denn da noch? Rum fehlt da noch. Kaffee, Rum. Das sind so die wichtigsten Sachen, aber mit Kaffee und Rum haben wir es dann auf jeden Fall erstmal erledigt. Dann können wir die Ingenieure upgraden, können nach Cap Trelawney fahren und können dann die Weltausstellung fertig bauen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder, das möchte ich euch jetzt nicht antun. Macht's gut und grüßt mir den Zukunfts-Alex, der hoffentlich nicht verrückt geworden ist, nachdem er das hier alles gebaut hat. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.